Herzlich willkommen zu einem Kurier-Talk. Heute mit Herrn Markus Abwärtsger, FPÖ-Landesparteiobmann und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl am 25. September. Herzlich willkommen im Stadtstudio des Kurier. Danke für die Einladung. Wie läuft der Wahlkampf? Es ist ein sehr früher Termin geworden. Eigentlich sind ja die Tiroler noch auf Urlaub eine Woche. Aber wie schaut es aus? Ja, sehr gut. Ist ja ein richtiges Wahlkampf-Feeling im Land. Ja, bei uns sowieso jetzt innerhalb der Partei, weil wir haben ja an und für sich gestärkt natürlich durch die Umfragewerte eine sehr, sehr positive Stimmung. Es ist jetzt mittlerweile auch in der Bevölkerung, wie gesagt, nach dem Urlaub, merkt man jetzt schon auch den Wunsch zu einer Veränderung innerhalb von Tirol und freuen wir auf den 25.09. Aus meiner Sicht wird kein Stein auf dem anderen bleiben und die Demokratie wird nach Tirol zurückkehren. Ja, das freut mich besonders. Die Umfragewerte sind für die FPÖ nicht schlecht, teilweise sogar zweiter Platz vor der SPÖ. Das ist ein bisschen auch Druck, oder, für den Wahltag? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also wir sind ja in der komfortablen Situation, dass wir unser Wahlziel ist zuzulegen an Stimmen und auch an Mandaten. Also genau, zuletzt hatten sie 15,5, glaube ich. 15,5, das war historisch drittbeste Ergebnis. Nicht? Ja. 19,7 wäre das historisch allerbeste Ergebnis aller Zeiten. Ja. Von 1997, glaube ich. Wir wollen zulegen und der Zuspruch ist da. Also die Unzufriedenheit in der Tiroler Bevölkerung mit 2,5 Jahren Pandemiepolitik, die auch Landeshauptmann Platter maßgeblich mitbeteiligt hat, wegen der Impfpflicht der Machensee, hat er die ja damals verkündet. Die Unzufriedenheit ist da und die Chancen stehen gut, dass wir ein positives Ergebnis haben. Ne? Ist es das Ziel der FPÖ, in die Regierung zu kommen? Ich habe immer gesagt, wir können regieren, wir müssen aber nicht regieren. Mein Anspruch war immer, ich will nicht Juniorpartner einer ÖVP sein mit 44%, wo wir vielleicht 15% haben. Das ist nicht der Anspruch. Mein Anspruch ist, das System ÖVP zu ändern. Ich will nicht Teil dieses Systems sein. Allerdings schaut es gut aus, dass nach dem 25.09. die Kräfteverhältnisse deutlich ins Wanken geraten, also dass mehr Demokratie in Tirol herrscht. Nicht? Und da, wenn die Programme stimmen, wenn die Themensetzung stimmt, wenn der Partner stimmt, wenn die Personen, die handelnden Personen auch stimmen, dann verschließen wir uns natürlich nicht vor einer Regierungsverantwortung. Wobei so ein Absturz der ÖVP, oder spürt man das in der Bevölkerung? Ja, schon. Also die Umfragen, ich glaube es immer noch nicht, dass die ÖVP unter 30% zum Liegen kommt. Das ist in Tirol irgendwie, das kann man fast nicht fassen. Nicht? Aber es ist halt Fakt, dass die ÖVP mit 44% damals diesen Kurzhype hatte. Der ist weg, logischerweise. Die ganze Skandalgeschichte, die WhatsApp-Geschichten, die Korruptionsvorwürfe und dann jetzt innerhalb der ÖVP in Tirol mit dem Wechsel Platter-Mattle, der total missglückt ist. Das sagen jetzt nicht nur die Freiheitlichen, sondern eigentlich alle Politbeobachter. Da ist schon einiges in Bewegung. Ja. Hat sich das damals sehr überrascht, da plötzlich die Ankündigung des Rückzugs? Also das Datum des Rückzugs dann schon. Ich habe im Jänner damals noch eine Presseaussendung gemacht, im Jänner diesen Jahres, wo ich gesagt habe, Platter wird durch Mattle ersetzt im Sommer. Nicht? Das ist auch dann eingetroffen. Die Schnelligkeit schon, aber er hat halt offenbar, das mag Platter nicht, Umfragewerte bekommen und er mag keine Niederlage einstecken. So geht er als 44% Landeshauptmann, glaubt er. Aber die Niederlage, die sie einfahren werden, ist natürlich ein großer Teil auch die Schuld von Landeshauptmann Platter. Um zu regieren, braucht man einen Koalitionspartner. Jetzt haben alle anderen Parteien, also fast alle, gesagt, sie wollen mit Ihnen nicht koalieren, mit der FPÖ. Ja, das lässt mich schmunzeln. Ich meine, wie gesagt, das hat auch damals die Landeshauptfrau Stellvertreterin Ingrid Felipe 2013 gesagt, nie mit Platter. Diese Ehe hat jetzt 10 Jahre gehalten. Es ist auch mit Jörg Haider damals, hat man davor nie irgendwie eine Koalition eingehen wollen. Nach der Wahl ist nicht vor der Wahl, also ich nehme das eher gelassen. Interessanterweise gibt es unzähliges Lob für meine Person von allen Parteien. Nicht? Und jetzt auf einmal wäre ich vom Paulus zum Saulus. Ja, das ist Wahlkampfgetöse, aber wenn die Kräfteverhältnisse sich verändern, dann wird auch innerhalb der ÖVP eine Änderung sein, weil nach dem 25.09., wenn die ÖVP unter 30% zum Liegen kommt, dann ist auch der Verhandlungspartner sicherlich nicht mehr der Landesrat Mattle, sondern... Also Sie glauben, wenn es unter 30% ist, wird die ÖVP sich von Anton Mattle trennen? Ja, logisch. Also wie kann man ein Wahlergebnis von minus 14-15% rechtfertigen? Also als Spitzenkandidat, das wird nicht gehen. Man hat Sie besonders überrascht, dass auch er gesagt hat, er will keine Koalition mit der FPÖ? Ja, ich habe gehört, dass es ihm passiert ist. Er hat innerhalb des Bauernbundes und der Wirtschaft eine unglaubliche Gegenwehr bekommen. Also ich habe sehr viel positive Zuschriften bekommen. Ich habe dann auch einen Brief an die ÖVP-Sympathisanten und an die Funktionäre geschickt.
die ÖVP entwickelt sich eher Richtung links, nicht? Durch Landesrat Mattle und durch diese Ansage, die Koalition zwischen ÖVP und Grüne ist gehasst in Tirol mittlerweile, also einer der unbeliebtesten Regierungsformen überhaupt. Und Landesrat Mattle hat gesagt, er will da weitermachen mit diesen Parteien und das muss er halt dann seinen Wählerinnen und Wählern erklären. Aber innerhalb der Wirtschaft, innerhalb der Bauernschaft ist man mit dieser Ansage überhaupt nicht glücklich. Gut, man hört aus der Wirtschaft, aus der Bauernschaft auch, mit Ihrer Person wäre man eigentlich einverstanden, aber es ist Ihr Team, mit dem man nicht kann. Dass ja, das da zwei, drei Personen drinnen sind. Das ist ja auch nicht richtig. Also unser Team hat sich ja nicht geändert. Also ich tritt ja fast mit der gleichen Landtagsmannschaft an, wie ich 2018 angetreten bin, mit der jungen Mannschaft. Einzig und allein Andreas Gang, also unser Bürgermeister in Kramsach, der jetzt in der Stichwahl den ÖVP-Kandidaten vom Thron gestürzt hat, der wird neu dazukommen. Also das Team ist bekannt und man hat auch in der Vergangenheit mit allen Parteien gut zusammengearbeitet. Also der Kontakt, der nach außen wahrgenommen wird jetzt, der ist viel, viel besser von mir und von den anderen mit anderen Parteien. Also das sehe ich überhaupt kein Problem. Ja. Sie plakatieren Asyl, Teuerung, Löhne, eigentlich alles bundespolitische Themen. Ist das nicht ein bisschen verfehlt? Nein, ist nicht verfehlt, weil das sind ja genau die Themen, die der Bevölkerung unter den Nägeln brennen. Das sind Themen, die auch ausschließlich nicht nur Bundesthemen sind, sondern auch Landeskompetenzen haben bei Asylgeschichte. Beispielsweise ist die ganze Betreuung, die Asylbetreuung fällt da darunter. Wir haben eine Situation in Tirol, dass mittlerweile mehr Asylwerber die Mindestsicherung beziehen wie Tiroler selbst. Also wir haben da eine unglaubliche Schieflage. Bei der Teuerung haben wir die Tiroler Wasserkraft, wo wir gesagt haben, das ist unmoralisch, wenn ein landeseigenes Unternehmen Millionen Gewinne erwirtschaftet, während sich die Tiroler das Einkaufen nicht mehr leisten können. Also da haben wir natürlich große Kompetenzen in allen Bereichen, die wir plakatieren. Aber es ist richtig, es ist auch eine grundsätzliche Einstellung, wie ich zu gewissen Themen stehe. Und das gehört der Bevölkerung auch gesagt. Macht das Land zu wenig? In allen Bereichen. In allen Bereichen. In allen Bereichen machen sie zu wenig. Wir haben 21 Vorschläge betreffend der Teuerung an Landesrat Mattle geschickt. Er ist ja für diese Teuerungsgruppe zuständig. Es ist nichts gemacht worden. Wir haben einen Sonderlandtag gefordert. Da ist die SPÖ umgefallen, weil sie ja seit 3 Jahren keine Opposition mehr betreiben, weil der größte Wunsch von Landesparteiobmann Donau ist, Landeshauptmann Stellvertreter unter Toni Mattle zu werden. Nicht? Das ist ja ein interessanter Anspruch, nicht? Kann man haben. Ja, ist halt so. Nicht? Mhm. Allerdings wird da in allen Bereichen zu wenig gemacht, aus meiner Sicht. Ja. Mhm. Und was ist eigentlich das spezifische Landesthema, das die FPÖ? Ist das vielleicht Tourismus, dass da zu wenig getan wird? Es gibt immer das Thema Bergbahnen, es gibt, wie wird damit umgegangen, wie wird ausgebaut, die Gletscher-Ehe, die berühmte, die kommt ja nicht. Ja. Gletscher-Ehe ist ein gutes Stichwort, mehr direkte Demokratie. Das hat jetzt in St. Leon hat es diese Umfrage gegeben und man sieht, dass die Bevölkerung sich da sehr beteiligt. Das gehört forciert, diese Form der direkten Demokratie. Und das anstehende Thema ist natürlich der Ausbau der eigenen Energiequellen, die wir haben. Das ist die Wasserkraft. Also ich sage sogar, jede Gemeinde soll sein eigenes Wasserkraftwerk haben, wenn es die Möglichkeit dazu hat. Und auf der anderen Seite die Photovoltaikoffensive, da ist überhaupt nichts passiert. Ne? Es ist nicht ersichtlich, warum nicht jedes öffentliche Gebäude mittlerweile am Dach eine Photovoltaikanlage hat. Also das sind Punkte, nur ausschließlich tirolspezifische Punkte, wo wir sagen, das muss man in den ersten 100 Tagen einer Regierung möglicherweise sofort angehen. Ja. Und wie sehen Sie die Richtung von Windrädern? Naja, Tirol ist jetzt nicht, glaube ich, der Ort der Windräder. Nicht? Nein, aber also, wenn man den Ausbauplan von der Ministerin Gewessler sieht, ja, dann ist Tirol schon mit dabei. Nein, ich weiß nicht, wo sie die hintun will. Nicht? Also statt am Gipfelkreuz ein Windrad, das lehnen wir dezidiert ab. Aber interessanterweise hat es ja auch am Sattelberg damals ein Projekt gegeben, ein Windradprojekt, das haben die Grünen dann zu Fall gebracht. Nicht? Also ich weiß nicht, es ist ja dann immer der Punkt, nicht? Wo installiere ich diese Windräder, wenn es eine Möglichkeit gibt in Tirol, mir fällt noch keine ein. Nicht? Dann kann man das natürlich machen, aber wenn man den Ausbau der Wasserkraft hat auf der einen Seite und die Photovoltaikoffensive auf der anderen Seite, ich glaube, dann hat man schon sehr, sehr viel gemacht, dann braucht es nicht irgendwelche Windräder auf dem Berggipfel noch. Sie selbst haben sich eine Latte gelegt für den 25. Ist es einfach nur die 15,5 überbieten? Aber angesichts der Umfragen müsste es man eigentlich hinauflizitieren. Aber das ist ja immer, ich habe immer gesagt, vor einigen Jahren hat man auch gesagt, 3 Monate vor der Wahl, ungefähr, da kann man fix sagen, wo man liegt. Nicht? Das ist ja heutzutage in der schnelllebigen Zeit überhaupt nicht möglich. Also wir wollen dazugewinnen,
ein Mandat dazu gewinnen und dann sind wir glücklich. Wer mir vor 2 Jahren gesagt hätte, dass wir bei der Landtagswahl möglicherweise um Platz 2 rittern und möglicherweise an die 20% kommen, hätte ich gesagt, ja danke, das nehme ich sofort nicht, das war ja nicht absehbar. Nicht. Das steht, wir stehen wieder gut da, die FPÖ ist erstarkt und das finde ich gut so. Wie stark ist der Rückenwind der Bundes-FPÖ? Wie gut ist Ihr Verhältnis zum Herrn Kickl? Sehr gut, also ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Herbert Kickl. Ich war auch einer der Ersten, die gesagt haben, also der Herbert Kickl wäre der richtige Bundesparteiobmann zu dieser Zeit, jetzt genau der Richtige. Und da ist ein sehr, sehr gutes Verhältnis im Gegensatz zur ÖVP. Also wir laden unsere Bundesparteiobleute gerne ein. Der Herbert Kickl ist gern gesehener Gast bei uns. Der Nehammer hat offenbar in Tirol Hausverbot nicht. Also das war da. Nicht so. Naja, wann denn? Er war kurz vor einer Pressekonferenz, war er da, aber es wird keinen Wahlkampfauftritt geben. Das ist ja nicht da gewesen. Nicht? Also wir sind froh, wenn der Herbert Kickl kommt. Im Übrigen auch unser Bundespräsidentschaftskandidat, der Walter Rosenkranz. Ja, und die anderen Parteihäuptlinge, die werden wir, glaube ich, nicht sehen. Auch die Pamela Rendi Wagner ist ja oft. Es hat nicht so. Vor wenigen Wochen die Affäre gegeben rund um den ehemaligen Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein, auch rund um eine anonyme Anzeige gegen die Wiener FPÖ. Damals war es eigentlich in der Partei recht turbulent, oder wie hat man das im Westen gesehen? Ja, der größte Skandal war damals, muss ich wirklich sagen, die Kronenzeitung mit ihrer Falschmeldung. Gott sei Dank hat auch der Kurier und auch alle anderen Medien da nicht mitgemacht. Das ist schon mal ein sehr großes Lob von meiner Seite. Es hat im Westen, ist das schlussendlich dann nicht aufgeschlagen, weil man ja das wieder relativiert hat und diese Abschiedsbriefe, die man erfunden hat, die es ja nicht gegeben hat. Das ist eine unglaubliche Sauerei und eigentlich fast nicht zu kommentieren, aber die Affäre ist dementsprechend bei uns nicht ausschlaggebend angekommen. Also die Partei ist geschlossen? Die Partei ist mehr als geschlossen und das werden wir ja beim Bundesparteitag dann auch sehen. Ne? Ja, genau. Zum Abschluss, Sie haben schon erwähnt, den Bundespräsidentschaftskandidaten Walter Rosenkranz. Was erwarten Sie von ihm? Was wird er schaffen? Es ist mir mal wichtig, einen eigenen Kandidaten aufzustellen, einen bürgerlichen Kandidaten, der an und für sich das Malheur der ÖVP wieder ausgleicht, weil die ÖVP keinen eigenen Kandidaten also quasi aufstellt. Das wird wahrscheinlich das Dankeschön gewesen sein, dass der Van der Bellen bei den ganzen Affären rund um Kurz und Schmidt überhaupt nichts gesagt hat. Das muss man auch dazu sagen. Er hat damals gesagt, so sind wir nicht. Das hätte man dann bei einigen dementsprechenden Affären erwartet. Es ist wichtig, Walter Rosenkranz als bürgerlichen Kandidaten aufzustellen und der wird aus meiner Sicht sicherlich in die Stichwahl kommen und dann ist alles möglich. Okay. Herr Abwärtsger, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen.